Alles, was Kadosh Baruch Hu macht, meint er im Endeffekt immer gut mit uns. Kadosh Baruch Hu lehrt uns ein großen Prinzip, dass in dem Fall, die Woche haben wir einen großen Tzaddik verloren auf der Welt. Die Welt hat einen großen Tzaddik verloren. Rabbi Israel ben Tamara, ein guter Freund. Ich habe gestern, glaube ich, ein Video gesehen, wo er frisch eingeliefert wurde, noch damals. Und dieser Mensch, normalerweise Menschen, die ins Krankenhaus kommen, die fangen an zu weinen, die kommen in Panik, die bekommen Depressionen. Ich werde sterben. Er hat nicht, er hat nur Abschied gemacht. Er legt sich hin, er wird schon angebunden mit Kabeln und so weiter, Infusionen und so weiter. Und dieses Feuer in ihm hat er nicht verloren. Ein richtiger Eved Hashem. Er hat diesen Feuer nicht verloren. Er lässt ihm etwas leiden, sagt er im Video, damit er ihm danach zum Gan Eden befördert. Was befördert ihm zum Gan Eden? Das Leid? Das Leid auf dieser Welt kann den Menschen zum Gan Eden befördern? Sagt Rabbi Israel Motai, ja. Je mehr man auf dieser Welt Leid bekommt, desto schneller und desto direkter geht man Gan Eden ohne Gespatt, ohne Gericht. Weil eigentlich, warum? Worum geht es im Gericht oben? Du hast Sünden gemacht in deinem Leben. Du hast auch Mitzvot gemacht. Für die Mitzvot bekommst du deine Belohnung. Aber für die Sünden muss man ja auch bezahlen. Du kannst nicht nehmen und nicht bezahlen. Muss man bezahlen. Wie bezahlt man? Indem du Sünden machst, wird deine Seele, deine saubere Seele, die du bekommen hast, vor 120 Jahren, also wo du geboren wurdest, bekamst du eine weiße Weste. Mit den Taten, die du begangen hast, da eine Avera, da Lashonara, da hingeschaut, da jemanden reingelegt und so weiter und so fort, da geschimpft, da geflucht, ein Fleck, dort ein Fleck, da ein Fleck, überall ein Fleck, da und dort Fleck. Das Schmutz kann rausgehen, nur wenn es komplett erhitzt wird. Und das ist Genom. Genom ist dazu, da ist wie eine Putzerei. Das wird erhitzt, um damit den Fleck wegzugeben. Aber es gibt noch eine Alternative für Genom. Sagt uns die Torah, sagt uns Rabbi Israel, Motai. Es gibt noch eine Alternative für Genom, weil am besten ist es hier auf dieser Welt zu leiden, weil dadurch reinigt sich der Mensch durch Leid. Natürlich muss er diesen Leid akzeptieren mit voller Liebe. Das ist für mich jetzt Kaparat Amon. Danke, lieber Gott, ich danke dir vielmals für diesen Leid. Warum? Warum müssen wir uns danken? Wir leiden. Warum müssen wir uns bedanken bei Kadosh Baruch Hu? Warum müssen wir uns bei Kadosh Baruch Hu bedanken, wenn wir leiden? Jeder sieht es mit einem anderen Blickwinkel. Ein Egoist sagt, warum muss ich leiden? Was habe ich gemacht? Er ist der größte Rascha und sagt, was habe ich gemacht? Aber ein Tzaddik, der etwas Bescheidenheit und etwas Verstand hat, sagt, lieber Gott, danke dir für das Leid, dass du mir ersparst, dadurch genommen. Du ersparst mir dadurch den großen Gericht, wo ich mich schämen werde, indem du mir auf dieser Welt ein Leid schenkst, um mich zu bereinigen und dadurch, dass ich dann zu dir rein in Gan Eden reinkomme. Das ist die Idee. Und das ist pure Barmherzigkeit von Kadosh Baruch Hu. Weil ein Leid, wie lange dauert ein Leid? Jederseits ein Jahr, 10 Jahre, ein Tag, 15, 20 Jahre. Aber es gibt Leute, die sind 1000, 2000, 3000 Jahre gehen um. Das ist besser. Wie lernen wir das von Am Israel. Es war geplant 400 Jahre Sklaverei. Wie lang waren sie? 210. Warum? Warum war das Volk Israel nur 210 Jahre in der Sklaverei, warum nicht 400? Das Leid, was sie hatten in Ägypten, war das Leid von 400 Jahren. Und das wurde konzentriert in die 210. Verstehst du? Das heißt, du bekommst ein Gehalt für 8 Stunden Arbeit am Tag. Du arbeitest aber 16 Stunden. Das heißt, du bekommst ein Gehalt von was? Von wie viel? Von 16 Stunden, von 2 Tagen, nicht von einem Tag. Obwohl du das alles in einem Tag erledigt hast. Genauso was mit Am Israel. Je mehr Leid sie gehabt haben, sie mussten diesen Leid durchmachen, um damit danach die Tora zu schätzen, das Gute zu schätzen. Bevor man das Gute bekommt, damit man das schätzen kann, muss man etwas Negatives oder Schlechtes, eine schlechte Erfahrung machen. Das heißt, jede schlechte Erfahrung, die wir im Leben haben, macht uns stärker, macht uns weiser, macht uns entschlossener,